Man hat den Eindruck, dass Sie ein bisschen vorsichtiger Mensch sind, denn Sie waren ja vorher in der Versicherungsbranche tätig und haben auch noch eine ganze Zeit in diesem Job gearbeitet, weil Sie offenbar zunächst nicht dachten, dass man von Jazz leben kann. Das war also nicht so lang. Ich war so lange gearbeitet, dass der Job existiert für mich. Ich habe gesucht, ein Lebensversicherung Mathematiker, Aktuar zu werden. Ja. Sehr, sehr schlimm. Ich muss sagen, ich habe zu Hause die Examination-Papiere, ich habe gemacht für diesen Ding. Und ich schaue hin und her nach und ich verstehe kein Wort an diesem Blatt. Ich habe 2 Jahre studiert. Kein Wort verstehe ich. Also ja, ich bin Hobby-Mathematiker, also Arithmetiker auch. Also Mathematik interessiert mir. Mein Vater war ein Statistiker und Economist und Amateur-Geigerspieler, sehr gut war. Und der hat dann, wenn Mathematik für mich geht nicht, der hat gesagt, also willst du Musik machen besser? Ja, gern. Okay, dann geh in Musikschule statt. So, das habe ich gemacht. Und Musik und vor allen Dingen Jazz war ja in den 50er Jahren eigentlich sehr viel populärer noch als heute. Es war damals doch so die Musik der kritischen Jugend. An der Zeit, wenn ich habe angefangen Jazz zu spielen, das war vielleicht 300 Jazzfans in England, ganz, ja. Überhaupt. Wenn man hört eine Jazzplatte aus einem Fenster, also man läuft vorbei, man geht an die Tür und klopft. So, das ist sehr erstaunlich, einen Jazzfan zu finden. Jetzt natürlich ist das normal. Ja, in der Mitte 50 Jahren, so das Anfang, es war kein Angry Young Man Ding. Es war nur, der Jazz, Traditional Jazz hat den Geist der Zeit gehabt. Etwas mit, das erste Mal, seit kein Rationierung vom Essen und so weiter und Dings mehr. Ja. Es war Freiheit und der fängt an, ein bisschen ökonomische Dinge besser zu werden und Leute hatten ein bisschen Geld und die freuen sich. Und der Jazz, der Geist natürlich, das hat ziemlich etwas damit zu tun. Als Sie 59 im Konzert waren, diese Kritik, die ich eben schon erwähnt habe, die endete damit, dass der Kritiker schrieb, Chris Barber ist das beste Anti-Gift, Gegengift, gegen den Kitsch, der die Jugend überall bedroht. Damit meinte man offenbar die damals etwas kitschigen, ja, Schlager. Haben Sie sich auch, ja, so verstanden? Ja, das war meine Meinung. Ich habe diese Kritik oder nicht Kritik, aber das war kein Kritik, also in der Fall, das war gut übrigens. Diese Kritik nicht gelesen an der Zeit, aber hätte gerne das gelesen an der Zeit. Wir haben sehr oft kritisiert werden für nichts an der Zeit. Seit zum Beispiel, wir haben Eiscreme gespielt und so weiter, aber ohne Worten über die anderen Stücke, die haben gespielt. Ne? Ja, das war, der Jazz war so einfach ein ehrlich Musik, ein edel Musik, also kein Kitsch, bestimmt. Ja. Und das ist das wichtigste Ding mit Traditional Jazz, zu meiner Meinung. Teils diese Bands, die machen 20er Jahre Musik, Pasadena Orchestra und so weiter. Es ist ein bisschen, für mich, ein bisschen kitschig. Aber gut in einem Weg, aber kitschig. Also, Auf der anderen Seite haben ja die reinen Jazzfans in Deutschland, waren ja auch nie so ganz mit ihnen zufrieden. Die haben ja oft gesagt, sie machen so einen kleinen Hänschen-Jazz. Weil sie eben doch auch so ein bisschen in Richtung Schlager gehen. Komischerweise, wir haben Hänschen kleinen Jazz nicht so oft gemacht. Also, nur am Anfang, also jeder Anfänger ist ein Anfänger. Aber die Bands, die kopieren uns, die haben einen sehr schlimmen Hänschen-Klein-Jazz gemacht. Die haben nicht gewusst mehr über den Jazz. Und wir haben uns das Vorbild genommen. Wir haben Louis Armstrong als Vorbild genommen. Also der Fehler war für die Bands, die haben uns kopiert. Weil das uns als Vorbild zu nehmen, das ist verrückt. Man will Jazz lernen, man muss auch Armstrong, Kid Ory und so weiter lernen. Ich denke mir, dass Sie eigentlich ja schon von den Tantiemen alleine von Ice Cream gut leben könnten. Als Sie 1979 mal wieder in Bremen waren, haben die Zeitung geschrieben, da waren Sie zusammen mit Mr. Ackerbilk da, zwei Veteranen des frühen Jazz treten in der Glocke auf. Jetzt sind wir fast 10 Jahre weiter. Wie lange wollen Sie noch weitermachen? Das müssen Sie fragen nach das letzte Konzert. Ich weiß nicht. Ich hoffe. Also Kid Ory hat Tournee in England gemacht mit 79 Jahren alt. So, noch 20 Jahre vielleicht. Ich kann nichts sagen. Dabei haben Sie ja, denke ich, auch andere Hobbys, die Ihnen Spaß machen. Ich habe gelesen, Sie waren früher sogar mal Rennfahrer. Yes, ja, Amateur-Rennfahrer. Ja, ich habe einen Lotus gehabt. Ich habe Rennen gemacht, auch in Deutschland zwischen 58 und 62, also Nürburgring und so weiter. Es ist ein schlimmes Hobby. Es hat viele Freunde, mein bester Freund in einem Hobby, sind alle tot. Yes, es ist ja Graf von Trips und Graham Hill und Jim Clark und so weiter. Es ist sehr,
schade. Also, so wir freuen uns über Leon in ein Hobby. Also, ich habe gedacht, ich bin ein Pechvogel. Dann, aber nein, es ist immer mein Hobby. Autos sind mein Hobby. Aber Sie haben immer noch ein paar Autos in der Garage stehen in England, ein paar seltene wahrscheinlich auch. Ja, ich habe ein schönes Hudson aus Amerika, 38er Necht, Gangsterwagen, schwarz, 6,5 Meter lang. Und auch ein 29er LaSalle, das ist ein sehr schönes Coupé mit, wie heißt es, Großmuttersitzer. Ja, Dickie Seat. Dickie Seat, ja. Die sind schön, aber ein paar Jaguars, also man muss ein bisschen patriotisch werden, ein paar Jaguars auch. Gut, und ich denke, wenn Sie weiter so fleißig sind, werden noch viele Autos dazukommen. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Ja, danke schön. Sie können sich jetzt schon auf die Wuten- und Binnensendung